Ja, 1, 2, 3 werden kommen noch. Das wird was. Aber dann. So, geht? Uiuiui. Ui, ui. Ja. Also gut. Perfekt platziert. Haben wir alles, ne? Ja, dann. Bin wieder oben und guck mal. Ja. Ah. Kommen weitere Feinde. Wo? Kommt doch. Ihr Lutscher. Komm doch, liebe Kleine, sei die meine, sag nicht Naua! Nein. Kennst du alle Lieder auswendig? Das ist ja schlimm. Ich werd bis morgen früh um 9 meine Allerliebste sein. Ich werd leider zurückgetrieben durch riesigen Oger, der einfach nicht sterben will. Ja, geht mir ähnlich. Muss hier ein bisschen aufpassen. Naja, weil wenn die in den Gang kommen, dann sind die spätestens dann sind die tot. Dich mit mir anzulegen war ein Fehler. Nur viele. Alter. Sind aber auch ordentlich viele, ne? Und vor allem ordentlich viele starke. Ja, das waren jetzt gerade ziemlich viele starke. Wie sieht's aus? Alles super, würde ich sogar sagen. Ja, dann. Ich bin ja irritiert, dass es so gut ist. Ja, letzte Welle, ne? Letzte Welle. Machen wir da. Das machen wir jetzt. 8. R. Zack. Bin Startklar. Zack. Dann nochmal die 5. So. Die habe ich auch noch. Alles gut? Ja. Hey, wie geht die Magie super aus? Mir geht die Magie aus. Och nein. Kommen die auch? Jetzt. Wann kommen die denn? Da kommen weitere Feinde. Wer? Ja doch. So eine riesige Herde von diesen kleinen kommt bei mir. Also von den leichten Ogern. Mhm. Nicht die schnell. Diese Ratten, diese Kobolde heißen sie, genau. Flitsche, platsche, Feder, Oger, mag doch jeder, ich geh schon mal voraus. Und kommenden Ork später. Läuft bei dir, oder? Alle tot, alle tot. Ich werd zwar ein bisschen zurückgetrieben, aber nur langsam. Okay, alles klar. Ja, das ist echt eine ganz schöne Armee, die da kommt, ne? Ja, ich weiß gar nicht, wo kommen die eigentlich alle her? Alle nicht. Ich das wüsste. Das Loch würde ich zumachen, weißt du? Naja. Oh, Trolle. So. Lass sie nicht trollen, ne? Ja, Trolle sind besonders fies. Warum? Es geschafft. Ja, warum denn nicht? Ach, dann, es war noch gar nicht die letzte Runde. Es war schon die letzte Runde. Mensch. Ach, Harvey, du hast aber auch überhaupt keine Ahnung von dem Spiel. Kann das sein? Anscheinend wirklich nicht. Mein Gott, was machst du den ganzen Tag? Spielen, weißt du doch. Ja. So, ich überlege. Ich überlege. Die ist etwas Besonderes. Komm. Oh, nochmal die hier. Dann ist doch die Welt schön. Dann ist die Welt schön. Und los. Was? Ich bin 100% bereit, sagt sie. Ja, ja. Bereit bisher. Da kommen weitere Feinde. Wo? Letzte Welle. Weißt du, was ich mich frage? Wie soll man das Level alleine schaffen? Also wie soll man
alleine so zwei riesige Wellen abfallen. Mit einer anderen Taktik. Weil die Verteidigung wirst du dann nicht vor den Toren machen. Aber theoretisch müssen ja auch entweder musst du mehr Schaden machen oder die Orks und Ogre und Kobolde müssen wahrscheinlich auch weniger vertragen. Ja, das auch. Ja gar nicht. Weil ich meine, so ein gepanzerter Ogre ist schon eine ganz schöne heftige Nummer, ne? Der hat echt extrem viel Leben. Er treibt mich auch weit zurück. Mhm. Solange er es nicht mit dir treibt, ist alles gut. Ja doch. Ja doch. Deswegen spiele ich das ja, weißt du? Mhm. Gibt nichts Schöneres als Ogre 6. Oder 7. Gut gerüstet. Schalte alle Ausrüstungsslots frei. Ja, schön. Ja, dass wir es zeitlich nicht schaffen, da war ja schon fast klar, aber... Naja, besser als das zeitliche Segnen, ne? Naja, ganz genau. Ein Schneebläse. So. Aber ganz schön teuer, ne? Löst eine Schneeexplosion aus, die Feinden Schaden zufügt und sie einfriert. Nur in Kriegsszenarien, ja, okay. Na. Das ist es wieder, ne? Gehe ich mal auf Kampagne. Können wir nochmal im Buch gucken, ob wir noch. Was ist das denn? Ich war gerade. Kriegsszenario, komm mal. Du hast mich da wieder rausgezogen. So. Ja. Sehen alle sehr böse aus. Ja, was haben wir denn? Die große Schleuderfalle? Ich habe ja gar nicht so viel, ne? Ich guck gerade auch. Weil mein Gatling-Fallen, die ich benutze, sind ja alle schon Stufe 4. Die sind ja alle schon Max, ne? Ach, guck mal, es gibt eine Schleuderfalle, Fussel. Wie, es gibt eine Schleuderfalle? Die große Schleuderfalle, im normalen Spiel. Ne, es gibt auch eine kleine, normale Schleuderfalle für die normalen Szenarien, nicht Kriegsszenario. Das wären nämlich die gewesen, die wir dann gerade gebraucht hätten. Weißt du? Ach so, und die hast du wieder nicht gehabt. Na toll. Ne. Die hatte ich nicht. Ja, sollen sie aber, weiß ich nicht. Große Schleuderfalle. Ich guck gerade nur noch mal so zwei, drei Sachen, die man hier noch machen könnte. Ich meine, das ist ja noch viel, ne? Aber ich weiß nicht, was ich davon nehmen soll. Was soll ich denn ersetzen vor allem? Was ist denn nicht so effizient? Weil bis jetzt ist ja alles, was wir nutzen, effizient. Ne? Warum soll ich das tauschen? Never change a running system. Also die Schwerkraftsäule, aber... ja. Die könnte man tauschen. Aber gegen was? Und anscheinend ist ein Elektrobrutzler in Zukunft auch sinnvoll und wichtig. Scheint zumindest so, ne? Der Elektrobrutzler, ja. Soll ich den mal freischalten? Ich glaube, wir haben sonst nichts, womit wir auch Stromschaden machen, ne? Oder hatten wir noch irgendwas anderes für Stromschaden? Also mir ist nichts bekannt. Aber, keine Ahnung. Also, ich schalte den mal frei, ja? Ja, okay. So. Das ist also deine Falle, finde ich gut. Ach, es gibt auch eine Stoßwand, die gibt es auch, die Stoßfalle. Alles klar. Die hätten wir wahrscheinlich auch benutzen können gerade. Das ist gut möglich. So, ja. Muss ich vielleicht gleich mal mein Inventar ein bisschen sortieren, aber dann geht das. Ja, weißt du, was ich mache? Ich kaufe mal eben die Schleuderfalle, kaufe ich. Ja, wobei jetzt werden wir wahrscheinlich kein Elektro brauchen, weil das sind jetzt hier so komische, ne? Und die Stoßfalle. Ja, aber ich habe noch so viele Schädel gehabt, zumindest. Dann haben wir die Fallen schon mal, wenn wir dann gleich das andere Level wiederholen oder so, weißt du? Mhm, machen wir es uns also leicht, alles klar. Ja, wobei, so. Es war ja jetzt nicht schwer, ne? Also. Kann ich jetzt nicht sagen. Genau, wir sind jetzt nicht auf den letzten Zehenspitzen gegangen. Nee, gar nicht. Also, ich glaube, ich habe nicht einmal HP gebraucht. Die konnten nichts, die Pfeifen, nichts. Widerlich. Ah,
Wenn wir oben rechts hingucken, wissen wir vielleicht auch warum, aber ich brauche jetzt auch nicht die Ultra-Aufregung. Deswegen bin ich da so ganz zufrieden mit. Ja, man muss die Spiele auch nicht immer auf mega schwer spielen. Ja? Nee. Da gewinnt man nichts außer Frust. Genau. Ganz genau. Na gut, alles klar. Bist du bereit? Ja, ich habe auf bereit geklickt. Okay. Dann Level Nummer 12, Magierturm. Kriegsszenario. Hui. Also hier ist wir sind am Rande der Welt. Das ist ein sehr geschichtlicher. Also eins kann ich leider nicht tauschen. Wieso, ne? Sind wir hier? Schade. Wir sind Lehrlinge. Wir kümmern uns nur um kleinere Ork-Angriffe. Dieses Mal nicht, Egan. Hier erwartet euch ein etwas größeres Problem. Aber euch stehen die Kriegsmaschinenzauber von Meister Cygnus zur Verfügung. Okay, wir schaffen das schon. Nur ein bisschen größer. Wie schlimm kann es schon sein? Boden. Decke. Das ist jetzt die, wo man diesen Dingsturm braucht, ne? Den Kravum-Fasswerfer und so, ne? Unter anderem, genau. Wobei wir jetzt zwei Spalte haben, ne? Bitte. Was haben wir? Bitte verinnerlichen. Zwei Spalte, aus denen die Orks, Oger und was auch immer da jetzt noch mit bei ist, kommen. Achso. Na gut. Das müssen wir berücksichtigen. Ja, ich bin ja noch am Sortieren hier, weißt du? Warte mal, ich hatte mir doch eine Falle gekauft. Wo ist denn die? Wenn ich das wüsste, mein Engel. Ne, ernsthaft, wo ist denn die? Hallo? Ach, Elektromauer habe ich mir geholt, ne? Hatte ich mir Elektromauer geholt? Und Elektrobrutzler. Habe ich mir den Elektrobrutzler? Den habe ich mir geholt. Aber Elektromauer habe ich mir nicht geholt, oder? Nö. Vielleicht haben wir die bekommen. Weiß ich nicht. Ich habe sie auf jeden Fall im Inventar. Ich liebe Fallen. Habe ich sonst keine Bodenfallen? Ich sag jetzt mal nein. Oh. So, die fliegen jetzt schon mal alle. Ja. Das gleiche muss ich jetzt nochmal auf der anderen Seite machen. Kommen wir wahrscheinlich hier durch, ne? Hin. Was geht denn jetzt hier ab? Hier oben wollen die hin. Aber wenn du reingehst, ne, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Dann laufen die diesen unendlichen Gang entlang. Alter. Hier rum können die auch laufen? Nee, hier rum können die nicht laufen. So. So, ich muss mich auch erstmal orientieren. Also hier sind wir. Du hast schon mal eine Barrikade gesetzt. Ja, damit die nur darüber laufen, wo wir sie dann ja rumschleudern können. Das fand ich jetzt besonders wichtig. So, du schleuderst auch in die richtige Richtung, sagst du, ne? Ja, habe ich extra geprüft. So, hier wollen sie hin, alles klar. Also du baust auf jeden Fall auf beiden Seiten, baust du einfach diesen Kravums-Fass-Ding, damit du auf jeder Seite mal, oder wir beide auf jeder Seite sitzen können. Dann gehe ich auf die eine Seite, du auf die andere und ich baue es auf beiden Seiten. Diese Schleudern. Perfekt platziert. Gut, die Frage ist, wo baue ich die hin? Ich würde die hier vielleicht an den Rand bauen. Wow! Wieso bekommen wir diese Zauber erst jetzt? Was haben wir denn noch? Ich könnte. Bums. Ich setz mich mal rein, ja? Ja, ja, mach mal. Ja, das sieht ja super aus. Da kannst du die von hier aus richtig bumm. Also, du müsstest bis da hinten, kannst ja mal schießen. Du müsstest also ziemlich das Tor treffen da hinten. Ja, ne? Ja. Ja. So, das ist hier. Was können wir noch hier hinsetzen? Was sollen wir noch hier hinsetzen? Also wenn du kannst, gerne hier vor noch so ein Wurfding. Nee, der macht ja keinen Sinn. Der ist ja keine Automatikfunktion. Du musst ja drin sitzen. Nee, nein, ich meine hier, wie heißen die hier?
So eine Wurfplattform. Ja, ja, genau, so eine Wurfplattform, ja. Genau, die meine ich. Große Schleuderfalle. Wo soll die hin? Professionellen Namen wollen. Gerne nochmal hier unten irgendwie davor, hier so. Irgendwie. Irgendwo, irgendwann. So? Was meinst du? Ich weiß nicht, siehst du sie? Nee, 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 sehe ich nicht, nur wenn du gebaut hast. Das wird hässlich. Jetzt die Frage, laufen die da durch? Nee, 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 mach die da weg. Nee, die laufen alle dran vorbei. Die Penner laufen alle dran vorbei. Du kannst sie hier vielleicht noch hinmachen. Da, ich glaube, das wäre gut. Hier neben. Weil die hier die zweite Platte relativ schnell verlassen. Also hier. Genau, genau. Und das kannst du so vielleicht noch auf der anderen Seite machen. Ja, wir gucken uns die andere Seite auch nochmal eben an. Komm. So, ach nee, du, genau, du musst auf jeden Fall den Krawumswerfer dahin packen. Der ist wichtig. Das ist ein Vollstrecker. So, hier zum Beispiel kann ich aber keine hinsetzen. Hier kann ich keine Wurfplatte hinsetzen. Eine zusätzliche? Nee, geht nicht. Warte, dann verkaufe ich das hier. Dann kannst du jetzt. Ja. So, ich habe noch 3600 Punkte. Sollen wir noch irgendwie das wird hier platt machen. Den Eingangsbereich sichern? Mit Bodenfallen zum Beispiel? Ja, genau. Wenn einer durchlaufen will, irgendwie sowas, das brauchen wir noch. Ganz gute Idee. Das wird hier unvorbereitet. Dann ist das jetzt deine, ne, meine Seite und dann gehst du gleich einfach rüber und kannst dich um die andere Seite kümmern. Und verteidigst sie dann auch richtig. Nein. Ich lasse sie durch. Wenn die mir Geld geben, weißt du, dann lasse ich die durch. Du weißt, wie ich bin. Sollte klappen. Ein richtiger Opportunist bin ich. So. Alles klar. Jetzt oder nie. Und... oh, das Schöne ist, sie kommen bei mir. Kommen die bei mir? Ne, die kommen bei mir. Und? Du kommst klar, ja? Ich sag jetzt mal ja. Ja, ich hab ja nichts zu tun hier. Jetzt kommen sie bei dir auch. Ich hab ja hier nichts zu tun. Noch nicht. Was ist denn mit denen, die durchkommen? Die muss natürlich beschäftigen, ne? Wie steige ich denn hier aus? Davon kann man nicht zu viele haben. Muss dir helfen kommen? Nee, eigentlich nicht. Okay, bei mir sind es aber die durch. Die Feinde bereiten sich darauf vor, eine von unseren Tore aufzubrechen. Fühlt sich gut okay. Ja, das Problem ist, wenn welche diese Angriffe überleben, ne? Ja. Die Fassangriffe, dann bist du da ziemlich am Arsch, weil dann musst du aus diesem Fasswerfer raus und dann hast du ein Problem. Verstehe ich. Verstehe ich. Stift 3. Deswegen baue ich jetzt die noch. Bogenschützen. Die sind auch richtig gut. Direkt hinter mein Katapult packe ich die. Hinter dein Katapult? Kakapult, genau. So. Hast du auch welche hinter deinen Kakapult gepackt? Ja, ich weiß nicht, soll ich die hinter das Katapult machen oder neben das Katapult? Ich hab die jetzt dahinter gemacht, hinter das Katapult. Die wären früher auch schon praktisch gewesen. Jetzt baue ich gerade noch zwei, drei Barrikaden, um die zu sichern, damit die nicht angreifen. Das wird sie unvorbereitet treffen.
Dann kann ich gleich noch erweitern. So. Bereit? I am ready, ja. Alles klar. Da kommen weitere Feinde!